Oh, schon wieder ein neuer Tag und schon wieder ist nichts zu tun. Ich könnte ja eigentlich mal Emma oder Hannah nerven. Oder ich könnte ja vielleicht noch mal einen neuen Tanz üben. Aber das mit dem Tanzen, naja, also ich meine, ich mag mein I like to move it dance eigentlich schon. Oder ich schnapp mir einfach mein Skateboard. Genau. Und nein, nicht so, nicht so. Oh Mann, ich krieg das nicht hin. Hey Julian! Stopp! Oh, Julian, du hast mich fast umgefahren! Oh, Emma, sorry, ich hab dich gar nicht bemerkt. Was machst du denn jetzt auf einmal hier in meinem Zimmer? Hast du überhaupt nachgefragt? Hast du angeklopft, auch wenn ich keine Tür habe? Julian, ich wollte eigentlich fragen, ob wir zusammen was spielen wollen. Spielen? Was denn? Komm mal mit in mein Ja, Zimmer! okay, ich komm mit. Mir war ja sowieso schon langweilig. Naja, dann können wir auch zusammenspielen. Kein Problem, aber nicht mit Puppen, bitte. Oh nein, hätte ich's lieber nicht so laut gesagt, weil jetzt will sie wahrscheinlich mit Puppen spielen. Oh, klasse, Julian. Also, Puppen müssen nicht sein, aber das Prinzessinnenschloss, das muss sein. Oh, Emma, nein, auf gar keinen Fall. Darauf habe ich gar keine Lust und das weißt du auch. Und immer wieder fragst du mich, ob ich mit deinen Puppen oder mit deinem Schloss spiele. Nein, das ist meine letzte Antwort. Lass uns doch irgendwas anderes spielen. Vielleicht mal was Gruseliges oder so. Gruselig? Du weißt ganz genau, dass ich mich gut mit Monstern und so auskenne. Ich bin da Expertin drin. Okay, alles klar, schlag ein, das ist ein Deal. Wir spielen jetzt Monster. Cool. So, und ich bin jetzt ein Monster, was dieses Schloss hier kaputt macht. Hey! Oha, ich Oh, wusste gar nicht, dass ich so Julian, stark bin. stopp! Ich bin ja ein Monster, stimmt eigentlich. Halt! Nein! Oh, Julian, so ein Monster! Monster sollst du nicht sein! Runter von meinem Schloss! Es geht kaputt! Oh, was ist denn das schon wieder für ein Geschrei da hinten bei Emma und Julian? Mama und Papa sind nicht da. Ich soll auf die beiden aufpassen. Julian, jetzt komm sofort da runter! Oh nö, die schreien immer noch rum. Muss ich da jetzt wirklich hingehen? Julian! Keine Lust. Oh, so geht das nicht. Du weißt ganz genau, dass ich in der Monsterschule war. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ja gut, okay, ich höre dir zu. Soll ich mir irgendwas aufschreiben oder so? Ich kann doch nicht schreiben. Ich merk's mir. Ah, ich glaube, jetzt ist es ruhig geworden. Na, dann brauche ich nicht hingehen. Dann kann ich endlich an den Computer gehen und ein bisschen spielen. Oder vielleicht höre ich ein bisschen Musik. Okay, Julian, wir verstecken uns hier unterm Bett und dann machen Okay. wir gruselige Geräusche Okay, wie ein perfekt. Sehr richtiges gute Idee. Monster. Wow. Jetzt du. Okay, meinst du so? Wow! Ja. Was war das denn jetzt für ein komisches Geräusch? Oh Mann, vielleicht waren das doch nicht Emma und Julian da vorhin? Wow! Oh Mann, das klingt überhaupt nicht gut. Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss da doch mal rübergehen zu Emma und Julian und nach dem Rechten sehen. Also von hier kamen die Geräusche schon mal nicht. Emma und Julian sind auch nicht zu sehen. Emma, Julian, alles in Ordnung? Ich dachte, die wären in Julians Zimmer gewesen. Vielleicht in Emmas Zimmer? Oh Gott, immer diese gruseligen Geräusche und das Schloss wurde umgeworfen. Das würde Emma nie machen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, hoffentlich sind nicht die Monster aus Playmobil City zurück. Oh nein, das Fenster steht doch auf. Und vielleicht ist das Monster da reingekommen. Aber wo sind denn Emma und Julian jetzt hin? Emma, Julian! Emma, pass mal jetzt auf, die wird sich Was? sowas von erschrecken. Emma, Hier, Julian? wird sie jetzt am Fuß kitzeln oder so. Klar, dass sie Wir wieder sind Angst die bekommt. besten Monster hier in ganz Playmobil City. Oh yes.